Moin, herzlich willkommen zur Donnerstagsausgabe Let's Play LS17 hier Nordfriesische Marsch, Vierfach Map 2-0 ohne Gräben. Ihr kennt das, ihr wisst das, ich wiederhole mich. Ja, wir sind dabei, unsere Produktionen zu versorgen, sprich, ich bringe gerade mal Kartoffeln zu den Kartoffelwaschanlagen. Eine ist schon voll, die zweite mache ich jetzt voll. Und ja, wir sind auch dabei, Silageballen zu pressen auf Feld 11 und Feld 16. Wir dürften zusammen dann irgendwie fast 1000 Silageballen gepresst haben. Wenn wir damit fertig sind mit den beiden Feldern. Und ja. Mal schauen. Wir haben ganz viele Produkte ins Lager gebracht. Wir warten darauf, dass unsere Felder erntereif werden. Gucken, wir haben 3,7 Millionen fast auf dem Konto, wie ihr sehen könnt. Vielleicht kaufen wir noch das ein oder andere Feld. Ich weiß noch nicht welches. Feld 45 zum Beispiel, aber das... Ja, da brauchen wir viel mehr als viermal so viel Kohle. Das ist im Moment nicht drin. So, und hier, die sind schon fleißig am Waschen, das ist doch toll. Genau so soll es nämlich sein. Hier soll fleißig gearbeitet werden. Schön leer. Wie viel Saatgut passt denn wohl bei... Das ist auch egal eigentlich. Ich mache jetzt einfach mal voll. Fahre dann zur Tomatenproduktion. Und das, was da nicht reinpasst, das bringe ich wieder zurück. Tja, egal, oder? Kann man eigentlich auch Kompost zur BGA bringen? Ich müsste irgendwo noch ganz viel Kompost rumfliegen haben. Wird hier noch produziert? Hier wird nicht produziert. Warum nicht? Weil kein Mist mehr da ist, okay? Also wir müssen uns dann mal wieder um Mist kümmern. Wie viel habe ich denn hier hinten im Silo? 47.000 nur, das ist nicht viel. Na, hier meine Saatflotte. Sehr schön sieht das aus, bis auf die unterschiedlichen Grüns da bei den Amazones, aber also bei den Überladewagen, aber sonst sieht das ganz toll aus. Nee, da muss ja gar kein Mist rein, da muss Getreide rein. Mist muss da ja rein und da ist aber keine Gülle mehr bei der Düngerproduktion. Gut, so lassen wir es dabei jetzt erstmal. Von der Menge her. Wie viel Dünger habe ich denn hier noch drin? Habe ich hier noch Dünger drin? Oh Mann! Falschen Knopf. Immer den falschen Knopf. Ja, 54.000. So.
Was für ein Sonnenuntergang. Wie herrlich. Wir fahren mal runter bei der Tomatenproduktion, gucken, was die so sagt. Dann können wir gleich mal gucken, wo wir denn noch Gülle herkriegen. Bei welchen BGAs werden eigentlich Gärreste produziert? So, die Tomatenproduktion ist hier nämlich zum Erliegen gekommen. Flüssigdünger sollte hoffentlich noch genug da sein. Ja, Flüssigdünger ist noch reichlich da. Ja, und schon sprießen da die Tomatenpflanzen aus dem Boden. Ah, okay. Gut, noch was übrig behalten. Ist ja per se erstmal nicht schlecht. Kann ich erstmal wieder zurück zum Hof bringen? Und dann muss ich gleich mal gucken, wo ich denn Gülle herkriege. Erstmal muss ich Milch wegbringen, weil natürlich der Milch-LKW voll ist. Ich habe aber das Problem, da sind 100.000 Liter Milch drin und die werde ich noch gar nicht los. Weil ich hier noch keine Produktion, also beide Produktionen, die Milch brauchen, zusammengenommen. Also sonst fahre ich einfach mal, ich habe so viel Milch, dann muss ich die einfach verkaufen. Ich habe, weiß ich nicht, 500.000 Liter Milch oder so. Was gibt's denn für Milch? Ich gibt's ja nie viel, aber Milch beim Milchverkauf 1400 pro 1000. Wenn ich 500.000 habe, heißt das, ich krieg dafür 700.000 Euro. Ja. Besser als die Milch da irgendwie umgammeln zu lassen. Ich habe so viel Kühe, die produzieren so viel. Ich muss mir jetzt auch überlegen, ob ich, was ich denn mit den anderen Rindern mache, die ich noch habe. Ob ich die jetzt, ob ich die jetzt gleich zum Schlachter bringe oder ob ich die hier selber in den Kuhstall bringe. Das weiß ich noch nicht so ganz. Das bringe ich auf jeden Fall erstmal hier ins Silo. Und dann hole ich Getreide, damit hier die Saatgutproduktion weitergeht.
Kartoffeln will ich nicht. Ja, Roggen. Hauen wir da doch Roggen rein. Und dann fahren wir gleich erstmal Roggen noch zur Mühle, würde ich sagen. Wenn wir hier so viel Roggen haben, können wir auch die Mühle erstmal mit voll machen. Roggenbrot schmeckt ja auch. Na los, macht voll. BGA bringt gutes Geld. Kann man nicht anders sagen. Das kann man wirklich nicht anders sagen. Na los. Ja, sehr schön. Habe ich das da schon eingruppiert? Silo Mühle. Roggen wollten wir machen, ne? Ich hab ihn gesagt. Roggen. Und das wird ein... Ne, ich muss erstmal... Beladung am Startpunkt. Ja klar, sonst hätte ich das ja gerade noch nicht auswählen können. Funktionieren. Er wird gefüllt, das ist doch toll. Ja, steigen wir mal aus, laufen hier rüber. Wir freuen uns darüber, dass der schon wieder voll ist. Und nehmen den mal raus. Fahren jetzt hier einfach mal zur BGA. Ich will mal gucken, ob das geht, dass ich hier einfach direkt ablade. Im Multiplayer soll es da wohl Probleme mitgegeben haben. Also konnte ich da nicht einfach reinladen sozusagen. Schauen wir mal. Falls haben wir denn hier eine Ladung versammelt. Ja, liebe Freunde, ihr hört, es ist vorbei. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst doch gerne einen Kommentar, ein Like oder ein Abo.
Ja, kommt mich bei Facebook besuchen oder auf meiner Homepage und schaltet vor allem morgen am Freitag wieder rein. Achso, heute 12 Uhr, Let's Fly X-Plane 11. Im vorderen. Und 147.000, das heißt, ich kriege über 250.000 für eine Ladung. Ja, dann ist doch wohl klar, was ich jetzt damit mache. Vier Ladungen sind 1 Million. Dann ist doch logisch, was ich mache. Dann verkaufe ich die schön bei der BGA. Ja, wie dem auch sei, ich bin raus für heute. Schaltet morgen spätestens wieder ein. Bis dann, ciao.